Einen wunderschönen guten Nachmittag. Hallo. So, siehste, wunderbar. Dann können wir vielleicht zusammen das Thema auch so rumkriegen. Okay, um was geht's? Das ist verdammt laut. Um was geht's? So besser, ne? Wenn ich es wegmache. Es geht um Messaging. Messaging im Sinne von, naja, Nachrichten versenden. Und da gibt es heutzutage mehrere Ansätze, das ist klar. Und ich gucke aber immer so auf Möglichkeiten. Zum einen, dass es vom Plattformanbieter direkt ist, also sprich jetzt in diesem Falle hier Microsoft. Und dass ich vor allem mich nicht in irgendeine Ecke pinsle, wo ich dann vielleicht später nicht mehr so einfach rauskomme. Sprich, ich habe verschiedenste Szenarien schon von vornherein im Kopf oder ich fange mit den Szenarien an, die vielleicht viele von euch noch gar nicht jetzt interessieren oder vielleicht noch gar nicht nötig haben. Ich spreche von dem ganzen Thema Cloud. Ja? Auch wenn ich mich in vielen, vielen Einzelgesprächen mit ein paar von euch schon ja, mir ein Bild davon machen konnte, dass vor allem im deutschen und deutschsprachigen Gebiet das Thema Cloud noch alles ein bisschen vorsichtig angefasst wird und ein bisschen, naja, so mit Samthandschuhen behandelt wird. Aber Cloud ist ja nicht gleich Cloud. Ja? Und wir werden hier ein Stück von der Cloud sehen, der sehr interessante Integrations- und Kommunikations- und Nachrichtenaustauschszenarien ermöglicht. Ich sage immer, man kann entweder in der Cloud, mit der Cloud oder über die Cloud. Also in der Cloud heißt, ich habe halt meine Anwendung und meine Daten in der Cloud. Zum Beispiel irgendeine VM in Amazon EC2 oder ein Cloud Service in Windows Azure oder ein Windows Server Image in Azure IaaS. Ja, das ist in der Cloud. Mit der Cloud heißt, dass ich Teile der Anwendung lokal habe und Teile der Anwendung oder Teile der Daten vielleicht in der Cloud, wie zum Beispiel Blob Storage, irgendwelche Bilder oder irgendwelche Dokumente in Blob Storage. Kommuniziere zum Beispiel über Storage Queues in Windows Azure zwischen zwei unterschiedlichen Webserver-Installationen, die aber zum Beispiel bei mir laufen. So. Aber viele Leute haben ja immer das Problem und das Bedenken mit diesem, naja, mit diesen datenrechtlichen und mit diesen sicherheitstechnischen und naja, verschlüsselt oder nicht verschlüsselt Thematiken. Und da gibt es eben die Möglichkeit, sozusagen über die Cloud auf eine sichere Art und Weise bestimmte Integrationsszenarien zu ermöglichen. Und das ist genau eines dieser Punkte, auf den wir heute auch eingehen wollen, weil das ermöglicht mir das sogenannte Windows Azure Service Bus. Und dann hat Microsoft natürlich gemerkt, naja, der Azure Service Bus, die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Dann hat Microsoft gemeint, wäre ja eigentlich ganz geil, wenn wir diesen Service Bus mal auch lokal hätten. Ne? So für Windows Server zum Beispiel, ne? Wäre ja eigentlich ganz cool. Und vielleicht sieht er genauso aus und fühlt sich genauso an mit dem gleichen Programmierinterface. Und ja, das haben sie jetzt auch gebaut. Und wir gucken auch am Ende von dem Vortrag in den Server-Service-Bus rein. Am Ende deswegen, weil die Konzepte genau die gleichen sind. Es ist dann einfach nur eine VM, die ich halt dann hier zeige. Die Konfigurationstools sind noch ein bisschen anders da. Das soll sich aber bis zum finalen Release-Datum dann noch ändern. Weil momentan ist es nur eine Beta von diesem Windows. Nee, er heißt Service-Bus für Windows-Server. So heißt er. Offiziell. Okay, wenn es Fragen gibt zu diesem Vortrag, ich bin heute Morgen noch einen ganzen Tag da. Ansonsten gerne per E-Mail christian.weyer@thinktecture.com. Die Samples, die ich jetzt zeige, sind oftmals Samples aus dem Servicebus SDK und die anderen Samples, die ich dann vielleicht noch zeige, die werde ich dann auf meinen Weblog stellen. So wie die von den anderen Vorträgen heute Vormittag auch. So, wer macht denn was mit Azure? Hand hoch. Okay, warum nicht? Weil es kein Szenario gibt, kein Use Case oder weil dieses komische Thema Cloud keinen interessiert oder ist es noch bei keinem angekommen oder sind es wirklich diese datenschutzrechtlichen Probleme? Ja, also ein paar nicken bei Datenschutz, andere nicken gar nicht. Die wollen einfach nur, dass bald Abendessen ist und sie ihr Freibier kriegen? Nee. Datenschutz hauptsächlich, ne? Ist denn eine Option zu sagen, man lässt bestimmte Datenbestände, kritische Daten im Unternehmen und hostet aber Services und Anwendungen
kostengünstiger und skalierbarer und einfacher zu skalierend in der Cloud? Für einige schon, bei dir nicht. Warum nicht? Weil es der Kunde sagt. Okay, gut, da kann man halt nichts machen. Deutsch. Ne? Schweiz. Österreich. Okay, aber das ist jetzt eher so in diesem Kreise hier, in diesem kleinen Kreis, eher so die Ausnahme. Ich meine, klar, die gibt es natürlich auch, aber mir sind auch viele Firmen oder einige Firmen über den Weg gelaufen, die sagen, ja, das wäre eine Option, zu sagen, mit einer Art sicherer Brücke, ja, mehr oder weniger, Daten lokal zu haben, also vor allem sensitive Daten, was weiß ich, Kundendaten, Patientendaten halt, wirklich Daten, die einfach in einer öffentlichen Public Cloud nichts zu suchen haben, dass man die eben lokal hält und über einen sicheren, wie auch immer gearteten Mechanismus in der Cloud den Anwendungen zur Verfügung stellt. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja? Okay, das heißt, wir sprechen mal über das Thema Messaging, wir sprechen über diesen Servicebus, was da eigentlich die ursprüngliche Idee dahinter ist. Warum ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftige? Dieser Windows Azure Servicebus, den gibt es mittlerweile seit 2007 und kein Schwein weiß es wahrscheinlich, ne? Oder nur wenige kennen das Ding. Es hieß, am Anfang hieß es BizTalk Services. Der BizTalk Services ISB, Internet Service Bus. Danach hieß das ganze Projekt .NET Services. Noch bescheuerter, ja? Und jetzt halt seit, naja, danach hieß es Windows Azure App Fabric übrigens, so hieß es auch mal. Und jetzt heißt es einfach nur noch Windows Azure Service Bus. Und sein Kompagnon, der Service Bus for Windows Server, ist Microsoft Marketing Zeug schon wieder, ja? Der ist jetzt eben aus diesem Cloud-Angebot herausgeboren. Und das ist was Interessantes, was man beobachtet momentan. Viele Sachen, die aus Redmond kommen, sind Cloud First. Datenbank Features, SQL Azure First. Oh, nee. Wie heißt die Datenbank jetzt seit neuestem? SQL Database, so heißt die jetzt in der Cloud, ne? Heißt nicht mehr SQL Azure. Also SQL Azure bekommt erst die neuen Features. Reporting Services bekommt erst die neuen Features. Windows Server selber bekommt erst die neuen Features in der Cloud und werden dann teilweise wieder runter portiert. Und genauso ist es halt auch bei bestimmten Security Features, wie zum Beispiel dem Access Control Service oder eben dem Service Bus. Das ist momentan so ein ganz typisches Muster, was man da sieht. So, Messaging. Wer sich so klassisch und historisch mit Messaging auseinandersetzt, der kennt bestimmt das tolle Buch vom Gregor Hoppe. Da heißt wirklich so, ist nämlich ein Deutscher. Die meisten sagen Gregor Hoppe, ja, das ist aber ein Deutscher. Gregor Hoppe aus dem Edison Wesley Verlag, aus der Martin Fowler Serie. Wer kennt das Buch Enterprise Integration Patterns? Gut, die anderen haben es schon mal, also kennt ihr es oder habt ihr es im Schrank stehen? Kennen, okay. So, dieses Buch beschreibt verschiedenste Messaging und Enterprise Integration Patterns eben, Muster und so. Das Klassische darin ist eben dieses synchrone oder vor allem primär asynchrone Austauschen von Daten über Nachrichten über einen Bus. Ja, ich schicke irgendwas auf so einen Bus drauf und oben drauf auf diesen Bus sitzen irgendwelche Anwendungen oder irgendwelche Senken, die dann eben diese Daten bekommen und verstehen und dann diese Daten aus diesen Messages extrahieren und dann ja, entsprechend was damit machen halt. Das ist so die Idee, die klassische Idee dahinter. Das ist aber alles abgeschottet, ich sag mal so typisch in Enterprise, ja, in einem System drinnen. Wenn ich jetzt aber das Ganze mal transportiere in die neue Welt, in diese Welt mit vielen, vielen Grenzen, ja, Unternehmensgrenzen, Firewall-Grenzen, ich habe wieder Mobile als großes Thema, ich habe das Thema Cloud, weil ich damit halt doch sehr interessante Szenarien implementieren kann. Wenn ich also diese neuen Anforderungen, diese neuen Möglichkeiten hier mit reinnehme, dann gibt es eben da jetzt ja, Ansätze, um jetzt zum Beispiel Grenzen zu sprengen auf eine sichere Art und Weise, ohne dass ich meine Systeme aufbohren muss. Zum Beispiel, dass ich halt sage, okay, ich möchte hier auf diesem mobilen Tablet Informationen abrufen aus meinem ERP-System in der Firma, ohne dass ich da großartig die Firewall sprengen muss, dass ich das Ganze neu in die DMZ deployen muss und so weiter und so fort. Und wir haben da Prototypen gebaut. Zum Beispiel mit einer Firma in Nordrhein-Westfalen, die sehr große Motoren baut. Ja, da wollte jemand eine Windows Phone App haben und wollte über diese Windows Phone App, über einen BizTalk Server,
Und hinten dran noch ein anderes Backend-System, SAP in dem Fall, wollte es halt Informationen abfragen. Auf eine gesicherte Art und Weise. Nämlich mit dem Windows-Account von diesem jeweiligen Benutzer eben in der Firma. Und das haben wir über den Windows Azure Service Bus gelöst. Eine andere Firma im Unterfränkischen, also gerade aus meiner Heimat, Hersteller von Zement und ähnlichen Materialien, so Kalk und so Zeug, ja. Die haben eine Möglichkeit gebraucht, mit dem iPad tatsächlich remote ihre Labore herunterfahren zu können, wenn irgendwelche Ausnahmezustände, irgendwelche Werte sind halt irgendwie über irgendwelche Schwellwerte dann gegangen. Und dann brauchten die eine Art und Weise, um auf einen sicheren Weg natürlich von außen sozusagen diese Systeme im Labor runterzufahren. Das haben wir auch über den Servicebus implementiert. Das heißt also, man kann Messaging heutzutage, oder man muss Messaging heutzutage eigentlich ein bisschen weiter fassen und ein bisschen breiter anlegen, um zu sehen, welche Möglichkeiten es da gibt. Und wie es halt so ist, und das wird heute Abend auch eine der Quintessenzen sein von dieser Keynote, die ja abends dann noch stattfindet, es ist zwar die Basta und es ist zwar eine .NET-Konferenz und .NET kommt klassisch aus der Windows-Welt, aber Windows ist schon lange nichts mehr alles. Ja? Es gibt andere Plattformen, hat jemand einen Mac hier offen, heute zufälligerweise mal, gerade mal nicht. Ja, aber wir müssen einfach offen denken in offenen Plattformen, in offenen APIs und in offenen Protokollen und Formaten, um Integration hinzubekommen. So geschlossene Systeme wie ein MSMQ oder ein WebSphere oder noch irgendwelche, ja gut, bei ActiveMQ schaut es wieder ein bisschen anders aus, weil die versuchen ja standardsbasiert das Ganze voranzutreiben. Aber ich kann eben mit einem Integrationswunsch und einem Messaging-Wunsch eben heutzutage nicht mehr mit den Scheuklappen durch die Welt laufen. So, es gibt also verschiedenste Szenarien. Das erste Szenario ist, dass ich lokal und Cloud miteinander verbinde. Sprich, dass ich Systeme lokal laufen habe. Lokal heißt im Englischen heutzutage On-Premises übrigens. Ja, On-Premises. Dass ich zum Beispiel meinen SQL-Server oder meine Oracle-Datenbank lokal habe und dass ich dann einen Service davor schreibe, der dediziert Views gewissermaßen, ja, also Use-Case-basiert Daten herausgibt und diesen möchte ich gerne über die Cloud zugreifbar machen. Entweder für mobile Endgeräte direkt oder vielleicht wieder für Web-Anwendungen und für andere Anwendungen, die selber in der Cloud laufen. Also eine Integration von Lokal und Cloud. Dafür brauche ich natürlich ein Sicherheitssystem, sprich Authentifizierung und Autorisierung. Und ich brauche sowas Ähnliches wie eine Registry, so dass ich also diese einzelnen Dienste auch wirklich adressieren kann in der Cloud. Also nur, dass wir es mal verstehen, ja. Du hast dann einen Service, ich sage jetzt mal WCF-Service zum Beispiel, auf dieser Maschine laufen. Der macht nichts anderes, als eine Datenpumpe zu sein für deine SQL-Datenbank hinten dran. Und den veröffentlichen wir über einen sicheren Kanal auf der Cloud und da hat er dann einen öffentlichen Endpunkt. Wie zum Beispiel fubar.servicebus.windows.net/myapp. Nicht dagegen. Bist du dagegen? Nicht mit dem Rechner hier. Nicht mit dem Rechner hier, okay, ja, ist in Ordnung. Soll ich die Hände wieder wegtun oder hast du Angst? Okay, gut. So, das heißt, das ist eine Möglichkeit. So wurde das mit diesem Zementhersteller gemacht und so wurde das auch in einem anderen Fall gemacht. Ein zweiter Use Case ist, ganz einfach zu sagen, da wo ich nicht die Möglichkeit habe, VPNs aufzuspannen, da wo ich nicht die Möglichkeit habe, immer in eine DMZ zu gehen, beziehungsweise wo es gar keine DMZ gibt, gar keine demilitarisierte Zone, also mehr so auf der Peer-to-Peer-Kommunikation, wo ich Informationen sharen möchte mit anderen, aber über eine sichere Art und Weise und wo ich schon gleich gar nicht die Firewall aufmachen kann und darf und soll und muss. Ja, also das ist auch ein sehr interessantes Szenario. Einen kleinen Prototypen habe ich da gebaut. Filialkassen, Supermarktfilialen. Was die teilweise für ein Budget pro Jahr raushauen für VPNs und für Customized Netzwerklösungen, obwohl sie eigentlich nur, je nachdem, wie groß jetzt die Kette ist oder welche Infrastruktur da ist und welche
mit welchen Waren sie handeln, müssen die nur einmal in der Woche mit der Zentrale kommunizieren und ansonsten können die offline sein. Deswegen bekommen sie aber trotzdem große VPN-Installationen hingestellt. Und da kann man es dann eben so machen, zu sagen, okay, ich connecte die über einen Servicebus, die Cloud ist da, ja, hoffentlich ist sie immer da, ja, always on. Always Ultra, nee, das war was anderes. Das heißt, die Cloud ist immer da und wenn ich dann in der Cloud einfach so einen Endpunkt freischalte, kann ich mich aus der Filiale dahin connecten und Datenabgleich oder Datenaustausch machen. So, ja, das wäre eigentlich genau dieses Szenario gewesen, wo ich so unterschiedliche Filialen oder Partner habe, die dann zum Beispiel mit so einer zentralen E-Commerce-Lösung das Ganze machen. Low Cost, Low Trust, das ist ganz gut formuliert eigentlich. Und dann natürlich am Ende des Tages immer wieder Mobile, Mobile, Mobile. Wir kommen halt einfach nicht dran vorbei. Ich muss gewisse Informationen einfach für den Chef vielleicht auf dem Golfplatz, ja, das ist immer so das gern zitierte Szenario, verfügbar machen. Ihr habt ja scheinbar einen Real-World-Use-Case, ja? oder eben, ich sag mal, diese Kombination zu haben, Integration von On-Premise und Cloud und dann das kombiniert mit Mobile. Ja? Das sind eigentlich so die Killer-Szenarien, die man mit dem Windows Service Bus implementieren kann. Das ist auch ganz interessant. So ein Szenario wie zum Beispiel Stromzähler. Oder irgendwelche Embedded Devices, die irgendwo bei mir im Haushalt zum Beispiel sitzen oder halt, keine Ahnung, im Auto oder ich weiß nicht, wo sie sonst noch aktiv sind, sodass ich dann Kommunikation vereinfacht. Genau, Set-Top-Boxen. Set-Top-Boxen bei euch im Wohnzimmer, wo dann irgendwie Software-Updates nicht über einen Satelliten kommen sollen, weil sie irgendwie größer sind oder weil es irgendwie zu unsicher ist, ich habe keine Ahnung, sondern wo ich dann Push-Informationen, Pakete über die Cloud in die einzelnen Endgeräte im Haushalt zum Beispiel hineinbringe. Das sind auch so typische Szenarien. Also, wir brauchen irgendwas in der Cloud. Sprich, wir bräuchten was, das wird jetzt wahrscheinlich, wobei, das seht ihr da hinten auch. Blau ist die Cloud, ne? Schöne Cloud. Cumulus. So. Ich habe hier meine Firma, also Company. Und irgendwo hier draußen bin ich mit meinem mobilen Endgerät unterwegs. Sprich, ich habe hier drin zum Beispiel meinen Datenbestand und schalte davor vielleicht irgendeinen Service. Ich nenne es jetzt mal Webservice, wie auch immer der implementiert ist, hochoptimiert, binär, JSON oder wie auch immer, völlig egal. Und den stelle ich jetzt über die Cloud, wie, zeige ich dann gleich noch, in einer abgesicherten und in einer sicheren Art und Weise über SSL und optional verschlüsselbar etc. pp., stelle ich diesen Endpunkt hier lokal, über, Entschuldigung, lokal, aber öffentlich verfügbar über die Cloud zur Verfügung. Sodass dieser mobile Client sich dann ganz normal an diese öffentliche Adresse hier, zum Beispiel über HTTPS oder was dann eben gerade als Protokoll verwendet wird, sich dann über diese öffentliche Adresse mit diesem Service, mit dieser Anwendung, mit diesem Datenbestand, mit dieser Datenpumpe verbinden kann. Das ist so die Grundidee. Also brauchen wir irgendwas, was da in der Cloud ist und das ist eben dieser Windows Azure Service Bus. So heißt das Ding eben. So, das heißt, hier haben wir dann den Windows Azure Service Bus und zum Windows Azure Service Bus gehört immer sein kleiner Freund, der ACS. Wir hatten schon mal vom ACS gehört. Nur ein paar. Also der ACS ist der Access Control Service. Der Access Control Service ist dafür da, um eben zu checken, ob jetzt jemand, der da authentifiziert daherkommt, bestimmte Sachen darf oder nicht. Also er nimmt ein Authentifizierungstoken entgegen und basierend auf Regeln spuckt er ein anderes Token aus wieder. Und auf dieses Token guckt der Servicebus und sagt, ob derjenige darf oder ob derjenige eben nicht darf. Wir gehen gleich noch ein bisschen mehr im Detail drauf ein. Das ist so die Basisidee dahinter. Und die Ausprägung, wie das jetzt hier funktioniert, ob das jetzt hier über TCP ist oder ob das über HTTP ist, ob das hier jetzt synchron ist oder ob das asynchron ist oder sowas, das unterstützt der Servicebus alles. Ich habe also unterschiedliche Programmiermodelle und auch unterschiedliche Nachrichtenaustauschmuster, ja, Message Exchange Patterns, die ich hier anwenden kann, um jetzt zum Beispiel so eine Integration hinzubekommen.
So, und was der Servicebus für Windows Server macht, der stellt einfach diese Integrierbarkeit, diese Nachrichtenaustauschbarkeit, zum Beispiel auch über Nachrichtenschlangen, über Queues. Ja? Ich muss das ja nicht hier direkt machen, die Verbindung, sondern ich sage, ich schiebe meine Daten hier oben erstmal in eine Queue rein. Weil woher will ich wissen, wann der das braucht, ob der das braucht und ob der überhaupt online ist oder ob das Gerät überhaupt an ist. Ja? Und erst dann, wenn das Gerät an ist, verbindet er sich vielleicht dann an diese öffentliche Queue und holt sich dann diese Daten daraus. Und diese Funktionalität, die bildet der Servicebus für Windows Server eben dann lokal ab, sodass ich es halt eben, naja, auf meinem Windows Server halt verwenden kann, in meinem lokalen Netzwerk. Okay, das heißt, die Architektur von dem Servicebus schaut folgendermaßen aus. Fangen wir mal an mit dem Portal. Das Portal ist zugreifbar über windows.azure.com. Wer sich mit Windows Azure ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß, das ist noch das alte Portal. Mit einer total veralteten Technologie implementiert. Silverlight. Ja? Das neue Windows Azure Portal ist komplett HTML5 basiert. Der Servicebus Access Control und Caching und Reporting und sowas, die werden gerade... Da wird das Portal gerade nachgezogen auf dieses neue HTML5-Portal. Das heißt, das hier ist nur eine Frage der Zeit, das ist ein kleines Relikt. Okay, und wir sehen, es gibt sogenannte Namespaces. Ja, hier zum Beispiel der Namespace Christian Weyer, der Namespace ThinkTecture oder der Namespace Mobile Cloud Services. Und diese Namespaces, die münden dann am Ende des Tages in eine URL, also in eine Adresse. Zum Beispiel Christian via service.windows.net. So. Da kommt standardmäßig so ein RSS-Feed dabei raus. Das ist gewissermaßen die kleine Service Registry. Da kann ich meine Services oder meine Endpunkte, die ich anbiete, kann ich hier adressieren bzw. naja, bewerben und kann sagen, guck, diese und diese Endpunkte gibt es. Aber das ist quasi meine Basisadresse jetzt in der Cloud. Und da kann ich jetzt unterschiedliche Endpunkte oder unterschiedliche Services drauf aufschalten. Gut, wie das ausschaut, naja, das ist am Ende des Tages halt so ein Baum. Das ist halt hier meine Wurzel und dann kann ich eben hier meine einzelnen Anwendungen unten drunter hängen, bis hin halt zu einzelnen Endpunkten. Wichtiges Security-Feature ist, ich öffne hier keine Firewall, ich mache nicht einen kompletten Port auf oder irgendwie eine komplette Range von irgendwelchen Netzwerkdingern, sondern ich gebe quasi nur für diese Anwendung, für diesen Anwendungsendpunkt, gebe ich mich mehr oder weniger bloß. Wie das funktioniert, zeige ich gleich. Das heißt also, von der Angriffsfläche her ist es natürlich relativ klein hier lokal. Wenn der Servicebus attackiert wird, ist die Angriffsfläche natürlich umso gleich größer. Das ist schon ganz klar. Aber bei mir lokal ist die Angriffsfläche relativ gering. Gut. So, und jetzt dieses ganze vermaledeite Thema Security. Wer kennt sich mit claims-basierter Sicherheit aus? Auch wieder genau die zwei Hände von vorhin. Okay, um was geht's? Es geht darum, zu sagen, ich habe viele mögliche Protokolle, die alle möglichen Systeme sprechen. Aber am Ende des Tages will ich in meiner Anwendung nicht wissen, ob das jetzt Kerberos war, ob das Client-Zertifikat war, ob das irgendwie Basic-Authentifizierung oder sonst was war. Ich will einfach nur wissen, Der daherkommt, dieser User, diese Identität, ja, da geht es um claims-basierte Identität, der wurde von jemandem authentifiziert, dem ich vertraue. Was ist zum Beispiel das Authentifizierungssystem, dem du tagtäglich vertraust? Also Windows Active Directory auf Deutsch, ne? Genau. Kerberos ist nur das Protokoll unten drunter. Sprich, du vertraust deinem Domain-Controller implizit. Sprich, wenn du dich dort anmeldest und wenn dann irgendein Windows-Integrated User kommt, weißt du genau, das hat mein AD authentifiziert, alles gut. So, und ähnlich ist es natürlich in dieser großen Web-Internet- und Cloud-Welt auch. Nur es gibt eben die unterschiedlichsten Protokolle und Standards. Ja? OpenID, OAuth, Sammeltokens, Rap-Tokens, Rap-Protokolle, SWAT-Tokens und schlag mich tot, was es noch alles gibt. Das heißt,
Wir brauchen irgendeiner, der das Ganze glatt sieht, der das quasi normalisiert für uns. Ich will am Ende des Tages nur auf so einen Token gucken und sagen können, jo oder nö. Ich weiß, er ist authentifiziert. In diesem Token stehen Informationen drin über denjenigen, das sind die Claims. Zum Beispiel ein Claim von dir ist ein Vorname. Wie heißt du mit Vornamen, wenn ich fragen darf? Thorsten, ein anderes Claim ist die Schuhgröße und ein anderes Claim ist deine präferierte PC-Marke. Ja, das sind Claims. Und basiert auf diesen Claims will dann vielleicht die Anwendung Entscheidungen treffen. Also Authentifizierung und anschließende Autorisierung. So, und in der Cloud gibt es da einen Bestandteil, das ist der Access Control Service. Und der Access Control Service, der versteht all diese tollen Protokolle. Der versteht Yahoo Logins, Facebook Connect, Google Login, Windows Live ID, noch ein paar andere Open ID basierte Authentifizierer und eben Active Directory beziehungsweise Authentifizierungslösungen, die auf WS Federation aufbauen. Sogenannte Security Token Services. Das ist so typischerweise diese webbasierte Welt. Diese Jungs nennt man Identity Provider. Also dein Active Directory ist dein Identity Provider in diesem Jargon. So, das ist meistens browserbasiert. Aber jetzt wissen wir ja, wir sind nicht nur browserbasiert, wir sind vielleicht Server zu Server oder wir haben vielleicht irgendwie Mobile zu Server oder eine Smart Client Anwendung, eine WPF oder sonstige Windows Anwendung. Das heißt, wir brauchen auch andere Möglichkeiten mit anderen Protokollen, wie zum Beispiel mit einer Smart Card oder mit so einem Shared Secret oder sowas. Und auch diesen Ansatz unterstützt der Access Control Service für Smart oder für Rich Clients beziehungsweise für Server zu Server Kommunikation. Das heißt, der Access Control Service macht entweder selber Authentifizierung oder er lässt Authentifizierung von jemand externen machen. Von deinem Active Directory, von Google, von Live ID oder was ihr eben gerade präferiert. Und was er dann ausspuckt, ist ein normalisiertes Token. Und dieses Token, das können wir dann in unseren Anwendungen verwenden. Okay? Wenn meine Anwendung jetzt in der Cloud läuft oder meine Anwendung auch lokal läuft. Und eine der Anwendungen, die den Access Control Service nutzen, ist eben der Servicebus. Der Servicebus macht nichts anderes, als zu sagen, hey, ich bin eng verbunden mit dem Access Control Service. Es gibt im Access Control Service auch eine Konfigurierseite, speziell für den Servicebus, wo ich sagen kann, wer was wie darf. Standardmäßig ist die sehr dumm. Da gibt es nur einen Owner mit einem Shared Secret und der Owner darf alles. Und alles andere muss ich erst aufschalten oder erst mal konfigurieren. So. Und jetzt kommt das eigentlich Coole daran. Der Servicebus, dem Servicebus ist scheißegal, wer die Authentifizierung macht. Das kann jetzt Active Directory sein oder es kann Live ID sein. Oder es kann eben dieses Shared Secret im Access Control Service sein. Weil der Servicebus guckt auf das Token, guckt, ob das vom ACS ist. Wie kann er das feststellen? Technisch gesehen. Wie kann ich überprüfen, ob ein Stück Datum von jemandem wirklich ausgestellt wurde? Signiert. Ja? Hash oder signiert. In dem Fall mit dem X509. Ja? Das heißt, der ACS signiert das Token, der Servicebus überprüft, cool, ist vom ACS. Optimalerweise ist es vielleicht auch noch sogar verschlüsselt, ja? Damit es auf der Strecke auch keiner angucken kann. Gut. Und dann guckt er in das Token rein und sagt, cool, da ist ein Claim drin. Und es gibt Claim-Typen. Dann einer Claim-Typ war Vorname, dann anderer Claim-Typ war Schuhgröße, der andere Claim-Typ war Lieblings-PC-Marke. Und der Servicebus guckt auf einen Claim-Typ, der heißt Action. Und in der Action steht drinnen, was derjenige, der mit dem Token daherkommt, darf. Manage heißt, ich darf das ganze Servicebus-Getönse komplett konfigurieren. Ja, kann da neue User anlegen und Regeln ändern und. Listen heißt, ich darf hier einen Endpunkt aufmachen. Okay, das heißt listen. Und send heißt, naja, ich darf überhaupt mal Nachrichten dahin senden. Über welches Protokoll und über welchen Standard dann auch immer. Das ist davon völlig abstrahiert, beziehungsweise es ist ein komplett orthogonales Konzept dazu. Das ist eigentlich die ganze Krux dahinter. Und standardmäßig, gehen wir nochmal ins Portal. Wo
komisches Protokoll da. Standardmäßig gibt es jetzt zum Beispiel hier bei diesem Namespace, gibt es hier unten diesen Standard-Issuer. Also Issuer ist dieser Aussteller. Ne? Optional können es Active Directory sein oder Google oder wie auch immer. Und standardmäßig ist es eben so ein vordefinierter Issuer mit so einem Shared Secret. Das ist halt so eine Shared Key-Authentifizierung. Aber man kann den ganzen ACS so konfigurieren, dass man seinen eigenen Active Directory oder seinen eigenen Security Token Service ganz einfach hinten dranhängen kann und dann ganz normal mit Username, Passwort oder sogar mit Client-Zertifikaten oder mit Smartcards sich authentifizieren kann. Das ist also eine komplett offene und eine komplett konfigurierbare und erweiterbare Architektur dahinter. Okay. So. Und eine Möglichkeit, jetzt diese Integration hinzubekommen, um dieses Messaging über physikalische Grenzen beispielsweise zu realisieren, bietet der Service Bus in der Cloud, die der Service Bus auf dem Server nicht bietet. Also es gibt zwei Ansätze. Das eine ist das Relayed Messaging und das andere ist das Brokered Messaging. Brokered Messaging kennt man als Fachbegriff. Das geht über Queues. Da gibt es einen Broker. Meistens hat der Broker 1 bis N Queues, die ich konfigurieren und definieren kann. Da schiebe ich Nachrichten und Daten rein und irgendwann holt sie einer drüben ab. Relayed heißt einfach nur, also Brokered Messaging ist asynchron. Da kann ich diese On-Offline-Geschichten zum Beispiel besser hinbekommen. Relayed Messaging heißt, dass die Cloud einfach nur als Relay, also als Umbieger sozusagen fungiert. Ja? Ich nutze die Cloud einfach als Umleitung, das Wort habe ich gesucht, danke, um auf eine sichere Art und Weise Daten von einem Service in den anderen oder von einem Client in den Service oder umgekehrt zu transportieren. Das ist die Idee dahinter. Also quasi Web-Services zugreifbar zu machen, überall, wo man gerade ist. So, und das ist das System, womit diese Kalk-Firma den Prototypen gebaut hat und auch diese große Motorenfirma. Das Programmiermodell, was ich nutzen kann, ist basierend auf der WCF. Ja, ich habe ja heute viel über leichtgewichtige Architekturen gesprochen, mit Web-API und Schlag mich tot und SignalR. Aber wenn es um Messaging geht, ist halt die WCF noch immer das, naja, technologische Medium überhaupt im .NET-Framework. Und wir bauen uns jetzt einfach mal so ein ganz kleines Ding zusammen, um ein Gespür dafür zu... zu erhalten, wie das funktioniert. Das meinst du, ist das Problem? Das kann es nicht sein. So, gut. Vielleicht habe ich auch ein paar, wischst du das zu viel auf? Huh? Okay, machen wir mal was ganz Einfaches. Wir fügen mal hier WCF dazu. Oh. Nee, wir fügen keinen WCF hinzu. Oh, ein neues Projekt. Konsole-Anwendung temp. Okay. Und sagen hier add reference. So. Und sagen hier mal Service Model. System Service Model und derjenige, der .NET Client Profile erfunden hat, der gehört. Hat sich mit 4.5 übrigens gelegt, ne? Da gibt es das nicht mehr. So, also nochmal. Wir machen Service Model und Service Model Web. Okay, cool. So, das heißt, ich mache jetzt hier mal einen ganz schnellen Hack. Ich mache jetzt hier so ein Interface, Echo, das machen wir mal einen Service Contract raus.
Und da machen wir mal ein einfaches Public String Echo String Message, irgendwie sowas. Und machen dann Operation Contract raus und sagen hier, oh ne, Quatsch, das ist ja noch. Ah, Leute. Machen wir es halt ganz sauber, komm. Class Echo Service iEcho. Konsole write line. Message, return message. So, real world, gut. Das heißt, ganz simpler WCF-Service. Habe ich was falsch gemacht? Ich hoffe nicht. So, diesen WCF-Service, ja, wir kennen das ja. Was brauche ich denn in der WCF? Ein Address, ein Binding und ein Contract, wieder das gleiche Spiel. So, Contract ist klar. Contract ist Type of iEcho, ja. Das ist mein Contract. Address. Something in the cloud. Das müssen wir gleich noch fixen, das Problem. Und Binding. Something for the cloud. So. Ja. Holen wir uns mal den WCF Support für den Servicebus rein. This is Windows Azure Service Bus. Über NuGet. Ich hab's gewusst, ich find's wieder nicht. Manchmal ist das Suchmuster von NuGet komisch, oder? Vielleicht so? Lustig, ne? Ja. Da ist er. Ja, auf der sechsten Seite. Das war das Hochbegriff, ne? Nur so zur Information. Ich glaube, wir müssen mal einen Bug-Report schicken. Okay. Was der jetzt installiert, ist im Grunde eine große Assembly namens Microsoft Service Bus. Und da drin liegen jetzt diese ganzen Unterstützungen. Zum Beispiel liegt da drin das sogenannte Web-HTTP-Relay-Binding. Das ist eben in Anlehnung an dieses Relayed-Messaging, an dieses Relayed-Messaging-Konzept von dem Service-Bus. Und damit ich eine Adresse bekomme, muss ich mir ausgucken, welchen Service-Bus-Namespace ich möchte. Ich sage einfach, ich möchte diesen Namespace hier, Christian Weyer. Punkt, Servicebus und so weiter. Und dafür gibt es einen kleinen Helfer, ein kleines Helferlein, das heißt Service Bus Environment Create Service URI. Und da gebe ich rein mein Scheme, ich möchte HTTPS machen. Da gebe ich rein mein Namespace, Christian Weyer. Der muss also vorher angelegt gewesen sein, ne? In diesem Fall jetzt. Und ich gebe rein den App-Namen, naja, den nehmen wir mal Buster jetzt einfach. Das ist dann hinten eine Slash. Slash Buster. Okay? Gut. So, damit habe ich jetzt Address, Binding und Contract. Dann mache ich meinen Host, ist gleich New Service Host. Machen wir mal hier Type of. Bitte? Fragen? Nö, na dann. Type of Echo Service. Irgendwann sagen wir Host Open. Host Close. So. Das wäre dann quasi exemplarisch jetzt dieser Service, der sozusagen als Datenpumpe nach außen hin agiert. Ich mache jetzt extra hier Web-HTTP Relay Binding. Das ist sozusagen Web-API für Arme, ne? Das ist ja diese, ich sage das böse Wort jetzt, REST-Unterstützung in der WCF. Einfach deswegen, weil man es besser mit dem Browser demonstrieren kann. So, was müssen wir machen? Host.addServiceEndpoint mit Binding, Quatsch, mit Contract Binding Assembly, ne?
Irgendwo fehlt was. Bei Type of. Da? Ja. Danke. Wie gut, dass wir einen Compiler haben, ne? Macht das mein JavaScript? So. Okay, so. Hier bekommen wir jetzt also unseren Endpunkt raus. Jetzt gibt es eine Besonderheit von diesem Web-HTTP, da muss man dann so ein Behavior dranhängen. Das kommentiere ich jetzt einfach mal nicht, weil es ist so eine WCF-Eigenheit. Naja, WCF besteht eigentlich nur aus Eigenheiten. Okay? Gut, für Demonstrationszwecke sage ich jetzt hier auf diesem Binding Security Relay Client Authentication Type. Der ist standardmäßig auf Access Token. Sprich, ich muss mich hier wirklich connecten mit einem Token von diesem Access Control Service. Ansonsten kann ich nichts dahin schicken. Das ist der Standardwert. Jetzt wieder für die Demonstration hier in dem Vortrag, schalten wir es einfach ab, sodass ich quasi als Anonymous dahin kann. None. Gut. Jetzt brauchen wir nur noch eine Sache. Diese Authentifizierungsinformation, ich habe ja gesagt, oh Gott, kriege ich Kilometergeld? Ich habe ja gesagt, ich kann mich hier nur authentifiziert und autorisiert anmelden, sprich, wenn der Access Control Service sagt, jo, du bist authentifiziert und für dich sind dies und diese Token Values, also diese Claims, konfiguriert. Und ich muss jetzt also hier noch die Authentifizierungsinformation mit reinbringen, sodass ich diesen Endpunkt auf dem Servicebus auch aufmachen kann. Und das ist jetzt hier dieses Shared Secret. Wie gesagt, ich habe auch eine Demo dabei, wo ich das über ein Username, Passwort und so weiter machen kann. So, und da gibt es etwas, das heißt New Transport Client Endpoint Behavior. Sehr eingängiger Name, ne? Authentication.Token Provider. Und dann mache ich hier Token Provider.create Shared Secret Token Provider. Und da gebe ich das jetzt rein. Das ist der Owner und dieser komische Key. So. Und diese Authentifizierungsinformation hänge ich jetzt nochmal als WCF Behavior auf den Endpunkt. Authentication. Das ist hier quasi der Beweis, dass dieses Öffnen nur pro Service-Endpunkt ist. Ich gebe da nicht einen kompletten Prozess oder irgendwas frei, sondern wirklich nur diesen Service-Endpoint. Okay, so. Damit ich das auch wirklich übers Web verwenden kann, mache ich hier noch so ein Web-Get rein und sage einfach mal URI-Template ist jetzt, was weiß ich, Fragezeichen, Text ist gleich, wie habe ich das genannt? Message. So. Also, das ist mein ganz normaler WCF-Service. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, überprüfe es nochmal. Address in der Cloud, Binding, Relay Binding, Security, okay. Contract iEcho. Ach komm, mach F5, probieren wir es einfach. Hat jemand was gesehen, was Böses? Ne. Ah ja, jo, gut. Sollten wir hier vielleicht noch irgendwie was anhalten? Und was wir noch machen, ist sowas wie ein Host.Description.Endpoints und geben hier mal aus die Adresse. So. Ne? Ach Leute. Ach Mann. Nee, nur den Besten. Ach Mann. Nein, zwei Zeilen, 56, 56. Das ist oben aber auch falsch. So, jetzt gucken wir mal. Ja, jetzt Token an ACS zurück an den Servicebus. Scheint funktioniert zu haben. Das heißt, wenn ich jetzt einen Browser meiner Wahl nehme,
Und gehe immer hin und sage HTTPS. Christian Weyer, Servicebus not, nicht not, net, basta. Text, oder habe ich es gesagt, ne? Oh, Rock'n'Roll. Und das Coole ist, das kann jeder machen von euch. Das heißt, jeder, der jetzt mit seinem Smartphone diese URL in seinen Browser eingibt und bis zum Ende vom Vortrag fertig ist, der bekommt ein Bonbon von mir. Okay, das heißt, das ist so ein ganz simpler Ansatz, um zu zeigen, wie dieses Relayed hier funktioniert. Ich habe mich authentifizieren müssen, jetzt in dem Fall mit diesem Shared Secret gegenüber dem ACS, der hat ein Token geschnürt, hat mir das zurückgegeben und das Token habe ich dem Servicebus präsentiert. Das ist alles in diesem WCF-Binding drin versteckt. Okay? So, und weil ich gesagt habe, die Client-Seite muss ich nicht authentifizieren und muss kein Token präsentieren, kann ich jetzt ganz einfach über einen Browser hier dran gehen. Und kann dann, naja, das ist sozusagen jetzt meine Datenpumpe, mein Service, der da innen drin läuft, der wird jetzt irgendwie mit SQL oder mit Entity Framework oder was auch immer für eine Datenzugriffstrategie, würde er sich die Daten holen und die dann halt nach außen geben. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Authentifizierung und Autorisierung auf Cloud-Ebene zu machen oder auf Anwendungsebene. Ich könnte ja noch immer sagen, bevor irgendeiner meinen WCF-Service überhaupt aufruft, mache ich Authentifizierung gegen mein lokales AD zum Beispiel, ja? Oder gegen einen lokalen User-Store. Auch das ist möglich. Also security-mäßig habe ich hier mehrere Optionen und vor allem kann ich die auch übereinander schichten, diese Optionen. Will es echt keiner ausprobieren? Okay, alles klar. Nee, ist okay. Ich hab's schon verstanden. Hello. Funktioniert. Ja, es gibt dann solche Spaßvögel, die machen dann sowas hier. So, Format C. Zum Glück habe ich aber nur ein Console-Write-Line und keinen Process-Start gemacht. Okay. Das ist also die Idee hinter Relayed Messaging. Wie funktioniert das? Erstens mal komplett in die WCF integriert und sonst auch keine andere Option. Also ich kann Relayed Messaging wirklich nur mit WCF machen. Und es gibt eben für jedes Binding, was man so aus der WCF kennt, gibt es ein entsprechendes Relay Binding. Also Web-HTTP, Basic-HTTP, WS-HTTP, Net-TCP. Das sind so die typischen Relay-Bindings. Und wie das funktioniert ist, es ist immer eine outgoing Connection von intern in die Cloud. Sprich, es wird nie eine Connection von da nach da versucht aufzumachen, weil da haben wir ja natürlich gelitten, Firewall und Network Address Translation und der ganze Kram. Das heißt, wird immer initiiert von intern. Es wird versucht, das über TCP zu machen. Wenn das die Firewall oder der Proxy-Server zum Beispiel nicht zulässt, dann wird ein Fallback gemacht auf HTTP-Long-Polling. Sprich, diese WCF-Bindings, die sorgen immer dafür, also ich habe ja gerade das hier gezeigt, das da, mit Web-HTTP-Binding, ja, die sorgen immer dafür, dass diese Connection zum Servicebus offen gehalten wird und am Leben gehalten wird. Und wenn sie wegbricht, dann halt neu aufgemacht wird. Und entweder, wie gesagt, über einen soliden Socket, über einen TCP-Socket oder eben über so einen HTTP-Mechanismus. Nochmal ein bisschen mehr optimiert und nochmal ein bisschen anders da implementiert, als das mit reinem Long-Polling funktioniert. Okay? Es gibt ein spezielles Binding, das ist dieses Net-Event-Relay-Binding. Da kann ich sozusagen Publish und Subscribe auf eine synchrone Art und Weise implementieren. Sprich, ich kann hier mehrere Receiver haben und mehrere Sender haben. Aber bei Relayed-Brokering ist immer ein Push. Ja, sprich, die Receiver müssen auch wirklich da sein. Ich schiebe das ja einfach nur so durch den Servicebus durch und wenn der Receiver nicht da ist, kriege ich das halt nicht mit. Das ist halt dieses synchrone, push-getriebene Publish und Subscribe.
ist für manche Szenarien gut und für manche Szenarien brauchbar, aber eben nicht für alle. So, und da gibt es eben ein Spezialfeature davon, von diesem Relay-Binding. Es gibt zum Beispiel dieses Net-TCP-Relay-Binding. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen .NET-Client mit einem .NET-Client oder einen .NET-Service mit einem .NET-Service, also WCF zu WCF, implementieren möchte und die Kommunikation über die Cloud machen möchte, kann ich sagen, okay, mach das, ganz normal Relay und versuch mal unten drunter eine direkte Verbindung herzustellen. Das ist Skype für Entwickler, ne? Firewall-Hole-Punching auf TCP-Ebene ist das. Das ist ein Schalter auf dem Binding, den darf man erst dann anschalten, wenn man sich vertraglich im Unternehmen gut abgesichert hat. Weil das zählt wie Angriffe von außen. Somit kann ich dann quasi über so ein Probing, die nennt es Upgrade, ist auch geil, ne? Es liegt im Auge des Betrachters. Kann man über so ein Upgrade eine direkte Socket-Verbindung zwischen diesen beiden Endpunkten herstellen und bekommt so natürlich einen wahnwitzigen Durchsatz. Weil es ja dann eben nicht mehr Relayed ist, sondern dann ist es direkt. Damit werden zum Beispiel Video-Streaming-Lösungen gebaut. Habe ich schon gesehen. Ja? Okay, so, das also zum Relay-Modus. Das ist etwas, was der Service-Bus schon seit vielen, vielen Jahren so unterstützt, immer in Verbindung mit diesem Access-Control-Service. Aber echtes Messaging ist anders. Ja? Echtes Messaging heißt normalerweise, es ist asynchron und ich habe irgendwo so einen Broker und ich schicke Nachrichten an diesen Broker und derjenige, der sich für diese Nachrichten und Daten interessiert, der fragt diesen Broker. Das ist so die Idee dahinter. Sprich, es ist nicht mehr dieses Relay, was ich jetzt habe, sondern es ist dieses Brokered Messaging. Sprich, es ist nicht mehr Push, ja, so wie beim Relay. Der muss also da sein, ja? Das geht komplett durch diesen Service-Bus. Sondern es ist ein Pull-Messaging. Das heißt nämlich, der Absender schickt in diesen Broker hinein, zum Beispiel in eine Queue oder in so ein Topic. Und die Interessenten, die Receiver oder die Subscriber, die fragen diesen Broker. Entkoppelt, asynchron, Pull-Stil. Auch das kann ich machen mit dem Service-Bus. Es gibt drei Möglichkeiten zu pullen. Einmal die ganz einfachste, die ist auch die schnellste, nämlich Receive und Delete. Message lost if receiver crashes or transmission fails. Also shit happens. Das shit happens Szenario. Dann kann ich einen Peak Log machen. Peak Log heißt, naja, ich hole die Nachricht, die ist aber so lange gelockt oder eigentlich unsichtbar für andere, bis ich sie sozusagen freigebe oder bis sie eben in einer vordefinierten Art von Timeout und einer konfigurierbaren Art von Timeout eben nicht erfolgreich verarbeitet wird. Und das letzte ist transactional, das heißt also, dass ich dann ein transaktionsbasiertes Modell habe, wo ich dann lokal in einer Transaktion das Ganze versucht zu verarbeiten und erst dann wieder freigeben und das erst dann wieder committe, ja, wenn ich mir sicher bin, okay, jetzt habe ich es also wirklich und ich habe sie wirklich verarbeitet und jetzt kann ich das Ganze dann dem Broker mitteilen. Das sind also unterschiedliche Arten der Zuverlässigkeit, unterschiedliche Arten der Delivery und unterschiedliche Arten, die sich natürlich dann auch auf die Performance und auf den Durchsatz auswirken. Wie schaut jetzt so eine Nachricht aus? Das ist ganz interessant. Die meisten von uns werden SOAP-Nachrichten kennen oder irgendwie von XML, von BizTalk-Server, diese ganzen XML-Brocken. Eine Nachricht beim Service-Bus ist einfach eine Latte von Key-Values. Üblicherweise kann der Body, ja, das könnte jetzt tatsächlich ein serialisiertes Objekt sein, ein Customer oder eine Purchase Order oder eine Buchung, ja, sowas. Aber üblicherweise schauen Messages einfach nur so aus, dass ich ein Key habe und ein Value, Key, Value, Key, Value, Key, Value. Sozusagen so eine Art Header-Idee, eine Header-Semantik. Die nennen es halt hier Properties. Und da gibt es ein Programmiermodell dafür. Dieses Ding heißt Brokered Message. Wenn wir da mal reingucken. Zum Beispiel muss man es nur immer finden, ne, wenn man so viele Fenster offen hat. Ne? Hier. So, da gibt es diese Brokered Message und auf der Message gibt es zum Beispiel hier diese Properties, was am Ende des Tages in .NET einfach nur ein Dictionary von String und Object ist.
Name Value, Name Value, Name Value, Name Value. So. Und jetzt gibt es davon zwei Ausprägungen. Queues und Topics. Was sind Queues? Naja, Queues sind dauerhafte Warteschlangen. Sprich, das ist dieses Konstrukt hier oben. Das heißt, ich kann hier unten reinschieben, 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 reinschieben. Solange drüben keiner ist, der abnimmt, bleibt es oben in der Cloud. Dauerhaft. Das ist natürlich optimal für so ein mobiles Szenario, weil natürlich dieser mobile Client nicht immer online ist oder weil ich gerade keine Verbindung habe oder weil der Akku leer ist oder was der Teufel was. Dafür ist dieses Relay Brokering, ja, Relay Brokering ist auch cool, dieses Relayed Messaging nicht wirklich geeignet. Okay? Das heißt, man kann das direkt machen über Queues, zum Beispiel auch zum Load Balancen, wo man dann sagt, okay, ich möchte die Abarbeitung vielleicht aufteilen über mehrere Receiver und mehrere Empfänger. Also Queues nimmt man entweder, um dieses Offline-Szenario und dieses Batching-Szenario zu implementieren, um Load-Leveling zu machen. Das heißt, der hinten kommt gar nicht so schnell nach, wie die da vorne reinstopfen. Ja, also Spitzenglätten quasi. Oder eben Load-Balancing zu machen, zu sagen, okay, ich habe hier idempotente Operationen, ich mache irgendwie 3, 4, 5, 20 Instanzen von diesen Empfängern, von diesen Datencrunchern, mehr oder weniger, die gehen auf die Queue und holen sich ja die Informationen und somit werden wir wesentlich schneller fertig und können mehr abfackeln. Ja, und auch das kann ich machen über den Servicebus. Gucken wir mal hier in das Portal rein. Wir sehen hier in dem Portal Queues und Topics. Ja? Das heißt, das hier ist das Brokered Messaging Feature vom Servicebus. Wenn wir da mal in ein Stückchen Code hineinspitzen, dann ist das auch relativ simpel gehalten eigentlich. Alles komisch hier, ne? Ich habe wieder diesen Token-Provider, wo ich mir wieder meine Credentials herhole. Ich hole mir eine Messaging-Factory und am Ende des Tages mache ich nichts anderes, als einen Q-Client zu erzeugen, ja, Q-Client, und sage dann einfach nur Q-Client send und habe mir halt vorher über diese Brokered Message meine Message entsprechend zusammengebaut. So, wenn ich das jetzt mal laufen lasse, Sender, Abderfisch, provide the namespace, das ist Christian Weyer, Owner, habe ich das Passwort noch gemerkt? Nee. Christian Weyer. Also Passwort im Sinne von Key. Was man da so lange ein Ding ansagen muss, weiß ich auch nicht. Naja. Und der Issuer Key. So, jetzt erzeugt er da eine Queue, Issue Tracking Queue, und schickt Nachrichten hin. Das müssten wir jetzt im Portal eigentlich sehen. Naja, wenn wir Refresh machen vielleicht. Ah ja, Issue Tracking Queue. Da gibt es übrigens ein Tool dafür, das ist der Service Bus Explorer. Wenn ich den mal hier verwende und sage hier Refresh, dann sehe ich hier auch meine Queue und vor allem die Queue Properties auch mal. Ja? Und ich sehe hier drinnen, sind jetzt 3 Nachrichten. Nämlich genau die 3, die ich gerade eben über das API fortgeschickt habe. Und die bleiben da jetzt auch drinnen. Bis zum spezifizierten Timeout, also Time to Live. Also haben wir noch ein bisschen. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Also wir können die Demo gerne noch ein bisschen ausweiten. So, wenn ich jetzt, das habe ich jetzt also hochgeschickt in die Cloud, ja, also in den Broker, in die Queue hinein. Und jetzt gehe ich hin und lese es aus. Zack. Und wenn ich jetzt wieder ins Portal gehe, na, beziehungsweise ich gehe hier rein, das ist besser, und mache jetzt hier ein Refresh, dann sehen wir, die Queue ist leer. Ha? Bitte?
Minus 27 Byte, ich glaube, das ist ein Bug in dem Tool. Na, die Cloud wird kleiner. Ja, das ist also das simple Brokered Messaging. Und zwar Brokered Messaging mit einer Queue. Es gibt jetzt noch eine weitere Abstraktion oben drüber. Und das sind Topics und Subscriptions. Also quasi Topics-basiertes Publish und Subscribe. Das heißt, ich definiere mir ein Thema, ein Topic, und hänge dann da dran Subscriptions und kann dann die Receiver entweder an eine Subscription oder an alle Subscriptions hängen oder an eine Subscription nochmal Subscriptions. Also ich kann hier so ein richtiges Fan-Out implementieren damit. Das Interessante ist, ich kann sowohl Message-Verteilung als auch Partitionierung hinbekommen. Partitionierung quasi horizontal und wie? Indem ich hier in der Subscription Filterkriterien angebe. Ja, zum Beispiel Kunden von A bis B und dann wieder Kunden von C bis F oder sowas. Und die Receiver dann das halt entsprechend sich auf die Subscription hängen und dann eben nur einen Teil von der ursprünglichen Nachricht oder von dem ursprünglichen Datum, was über das Topic publiziert wurde, dann bekommen und dann verarbeiten. Wenn man sowas sich mal hernimmt, das Programmiermodell, Leute, ist fast genau das Gleiche. Wir gucken uns das mal an. Messaging with Topics, oder? Ja, wunderbar. So, da ist nichts anderes. Wieder hier Token Provider, Namespace Manager. Und dann gibt es eben einen Topic Client und keinen Queue Client mehr. Und der Topic Client, der bekommt wieder eine Message und dann wird die Message eben weggeschickt. So, genau das Gleiche. Ich zeige gleich mal ein anderes Exempel. Und zwar das hier. F5. Und da kommt auch wieder das iPad ins Spiel. Es darf heutzutage keine Konferenzdemo mehr geben, wo es kein iPad mit im Spiel ist. Ne? Ansonsten ist man hier nicht irgendwie hip. Ja? So, das ist sozusagen der, der die Nachrichten pumpt. Ja? Das ist der, der in die Queue bzw. in das Topic hineinschreibt. Ich schicke jetzt da mal eine Nachricht weg. Und schicke dann mal noch eine Nachricht weg. Die müssten wir ja eigentlich hier sehen, oder? Wenn wir jetzt hier reingehen bei Topics, Refresh. Oder ist es ein anderer Namespace? Ne, da ist ein News Topic. Dann habe ich drei Subscriptions mal gemacht, so aus Spaß. Ja? Die sind jetzt nicht wirklich, die sind ein bisschen sinnfrei. Android Subscription, iPhone Subscription und Windows Phone Subscription. Und wenn ich da reingehe, sehe ich, dass in dieser Subscription, muss ich ein bisschen rauszoomen, dass da jetzt zwei Nachrichten vorhanden sind, ja? Nämlich genau die zwei, die hier oben in dieses Topic reingekippt wurden. Die sind jetzt gleich verteilt. Einmal da zwei, einmal da zwei und einmal da zwei. Ich habe aber nur einmal zwei geschickt. Okay? So. Und wenn ich jetzt diese iPad-Anwendung anmache, das ist jetzt eine Native-App. Das ist jetzt das UI, was man so normalerweise kennt von mir. Und das war's schon. Das sind genau die zwei Nachrichten, die ich gerade weggeschickt habe. Ihr könnt gerne die GUIs vergleichen. Ja, wenn ich jetzt hier hingehe und sage auf dem Server, Service Bus, Refresh, oder muss ich es oben machen? Ich glaube, das ist nur oben implementiert. Machen wir hier mal Refresh. Und gehen auf diese iPhone-Subscription. Ja, ich glaube, jetzt hat er sich aufgehängt. Also wichtig ist, diese Queue ist jetzt leer. Das wollte ich eigentlich zeigen. Okay. News Topic, Subscription, iPhone, Subscription, Message Count, Zero. Okay? Und da sieht man, naja, ist ja auch ganz nett. Ich habe jetzt also Publish und Subscribe über ein Brokered Messaging Pattern implementiert, über Plattformgrenzen hinweg. Weil am Ende des Tages was, welche Art von APIs bietet wohl der Servicebus an? Ein TCP passiert ist für .NET zu .NET und ein REST API für alles zu allem sozusagen. Und da habe ich ganz einfach HTTP-Client mehr oder weniger genommen. Das ist hier nicht mit Objective-C, sondern mit Monotouch implementiert, also .NET für iOS. Und der Code, den ich hier verwende, ist genau der gleiche wie in meinem .NET-Projekt auf der anderen Seite. So. Das hört sich ja alles ganz toll und schön an, wenn es das jetzt natürlich auch gäbe für den Server.
Da ist er. Und die Verwaltungsschnittstelle für den Windows, nein, für den Service Bus für Windows Server ist PowerShell. Soll er für Admin sein. Nix Bundi Bundi oder sowas. Character Character. Grüni auf Schwarzi. Ja? Wunderbar. So, das heißt, was ich hier drin habe, ist so ein Commandlet. Zum Beispiel get SB name, also get Service Bus Namespace. Das Konzept ist genau das gleiche. Ich habe Namespaces und ich habe Tokens und ich habe Providers. Und in dem Fall habe ich halt jetzt keine große URL wie Christian Weyer Service Bus Windows Net, sondern ich habe halt lokal, der Server heißt devserver/servicebus/Christian Weyer. Das ist sozusagen mein Namespace. Und dann geht's los mit der Anwendung. Und der Service Bus für Windows Server, der implementiert nur Brokered Messaging. Nur Brokered, kein Relay, nur Brokered. Das heißt, eigentlich ist er komplett API-kompatibel, eigentlich, aber nicht ganz. Wir werden auch gleich sehen, wieso, weshalb, warum. Aber diese einzelnen Bestandteile lassen sich relativ schnell ausmerzen. Messaging with Topics, und ihr werdet gleich sehen, der Code schaut ziemlich gleich aus. Ich habe wieder eine Brokered Message. Das ist der Receiver, Entschuldigung. Ich habe wieder so einen Namespace Manager, ich habe so eine Topic Description, ich habe einen Topic Client wieder. Allgenau, genau der gleiche Code. Das Einzige, was sich im Gegensatz zur Cloud ändert, sind die Adressen, diese Basisadressen und diese Namespaces und die Security. Weil, wenn ich schon so ein Serverprodukt mache, um mich komplett von der Cloud zu lösen, dann kann ich jetzt nicht sagen, ich brauche den Access Control Service für dieses ganze Authentifizieren und Autorisieren. Deswegen existiert hier eine Integration mit Windows, also sprich Active Directory, Windows-integrierte Sicherheit, plus OAuth, was auch immer das heißt. Microsoft hat es uns noch nicht wirklich verraten können. Also, ich habe letzte Woche angefragt, wir können uns aber genauso in diesen Authentifizierungs- und Autorisierungsprozess hineinklinken. Das heißt, wir können beliebige Security-Token-Services und Token-Provider da hinten dran hängen. Also unseren eigenen Active Directory, unseren Active Directory Federation Services oder einen eigenen STS oder wen auch immer. Standardmäßig ist halt nur Windows integriert, momentan aktiviert und implementiert. So, und das Ganze ist relativ unspektakulär, weil am Ende des Tages schaut das Ganze nämlich haargenauso aus. Das ist jetzt mein Fully Qualified Domain Name, den er verwendet für den Namespace. Das ist mein Namespace. Und da ich jetzt Windows-integrierte Sicherheit habe, fragt er mich nach keinem Secret und nach keinem Passwort mehr, weil ich hier jetzt gerade als Admin laufe. Beziehungsweise als Christian, der als Admin läuft. So, die Performance ist momentan eine Katastrophe. Der braucht jetzt ungefähr eine halbe Minute nur um dieses Topic. Oh, heute ging schnell. Er hat nur 13 Sekunden gebraucht, um dieses Topic zu erzeugen. Also performancemäßig sollten wir noch keine irgendwelche Annahmen machen hier. Es gibt jetzt auch hier diesen Service Bus Explorer. So, ich connecte mich jetzt, aber jetzt eben lokal, Dev Server, und sage hier Christian Weyer. Das war eben genau der hier, ne? Das ist genau dieser Service Bus Namespace, den ich schon im Vorfeld angelegt hatte. Und darauf connecte ich mich jetzt. Wie gesagt, Performance momentan noch nicht so ganz ernst nehmen. Da ist jetzt dieses Issue-Tracking-Topic und wir sehen da diese beiden Subscriptions drauf und sehen, dass da eben diese drei Nachrichten hier drin sind und drei Nachrichten hier drin sind. Und wenn ich jetzt das Ganze wieder über den Receiver rausholen möchte, Dev Server, Namespace. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert, weil eigentlich müsste es ja ratzfatz gehen, aber vielleicht ist auch meine VM irgendwie schlecht konfiguriert. Ja, läuft, ne?
Oh, super, da sind sie. Sprich, jetzt kommen ja gleich noch drei von der anderen Subscription. So, und wenn wir uns das jetzt angucken, dann werden wir sehen, nach einem erfolgreichen Refresh, dass die jetzt leer ist. Nach dem, ja, super. Message Count Zero. Also, der Servicebus on-premise, also der für einen Server, kann nur dieses Brokered Messaging. Aber das ist eigentlich genau das, was wir auch wollen als Architekten. Weil wir wollen hier Queue-basiert oder Topic-basiertes Publish und Subscribe mit Möglichkeiten, ein Scale-Out und ein Fan-Out zu machen. Das Interessante ist, die Topologie unten drunter, die ist nochmal komplett in sich skalierbar mit Service-Bus-Gateways und Service-Bus-Brokern, die Broker-Databases. Auch das kann ich nochmal komplett Scale-Outen, heißt es so, also ausskalieren und redundant bauen. Und oben drüber gibt es dann halt eben die sogenannten Protocol-Heads, so nennt es Microsoft. Ich zeige mal ein kurzes Architekturbild dazu noch. Das ist nämlich das hier. Ja, da gibt es also diese Protocol-Heads, einmal für TCP, für den Message-Broker, aber der, mit dem ich direkt spreche, also über mein Client-Programm, über dieses Programmier-API, das ist der Service-Bus-Gateway. Und der hat einen REST-Head und einen TCP-Head. Das stimmt hier nicht so ganz, da fehlt noch TCP. Ah, das ist in die nächste Zeile gerutscht. Seht ihr das? Also Protocol-Heads, REST and TCP soll das heißen. So. Das kann ich jetzt natürlich lokal hosten oder verwenden oder kann es wieder in Azure bringen über ein IaaS-Image zum Beispiel, also über eine VM, wenn ich das alles selber zum Beispiel managen möchte. Tja, das ist so die Idee dahinter. Und jetzt wollte ich zum Abschluss noch mal eine kleine Demo machen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Mit Topics. Eine Minute haben wir noch, ne? Mit Topics, und zwar Topics über den Azure Service Bus. Wollen wir mal gucken, ob ich das hier noch irgendwo drin habe. Das ist die da hier. Und machen wir mal einfach mal, geben wir mal einfach mal dem Ganzen ein Go. Das ist einmal eine Windows Phone App. Und, wie bitte? Ah, okay. Ah, ich erinnere mich an dich. Ich erinnere mich an dich, die Kappe. Ja, genau. Da war irgendwas in der Keynote letztes Jahr, ne? Die habe ich auch nur auf dem Master aufgehen und wiedererkannt. Okay, ich weiß nicht wirklich, ob es jetzt funktioniert. Das Sample ist ein bisschen flaky und die Internetverbindung war vorhin nicht wirklich gut. Was damit gezeigt werden soll, wir probieren es einfach mal. Ja, sieht nicht so aus, als ob es funktionieren würde. Irgendwie gibt es hier in dem Browser ein Problem. Das ist eigentlich Silverlight, ne? Man sieht es ja, ne? Schwarz. Das ist der Trauerflor. Jetzt probiere ich es noch einmal, aber wenn es da nicht geht, dann lassen wir es einfach. Beziehungsweise wir probieren es hier noch einmal. Irgendwie funktioniert das Connect manchmal nicht richtig. Was damit eigentlich gezeigt werden soll, ist, ich warte einen Moment, ist das Konzept von einem Continuous Client schon mal gehört? Dass ich quasi etwas an diesem Device mache oder angucke oder bearbeite, das Device einstecke, im Büro an meinen PC gehe, aufmache und dort weiterarbeite an dem Ding. Nach Hause gehe, also beim Arbeiten vielleicht nicht, aber wenn man sich irgendwas anguckt oder irgendwas liest oder sowas, dann heimgehe, mich daheim hinsetze, an den Cloud-enabled Fernseher mich setze und dann das Ding anmache und dann dort wieder weiter gucken kann oder weiter lesen kann oder wie auch immer. Aber leider funktioniert es nicht. Das war nämlich damit implementiert über Topics in der Azure Cloud. Dann konnte ich nämlich hier den Film angucken, konnten hier anhalten und konnten wieder hier starten und konnten wieder hier anhalten und wieder da starten. Ja, aber leider funktioniert es nicht so ganz. Aber macht ja nichts. Dafür können wir einen schönen kleinen Film zum Abschluss uns noch angucken, der komplett copyright-frei ist. Also darfst nach filmen, ja? Ist ein Open-Source-Projekt. Okay, gut, Big Bug Bunny.
Das war eine kleine Übersicht, eine kleine Einführung in Messaging mit dem Service Bus, Relayed Messaging mit dem Service Bus in der Windows Azure Cloud, Brokered Messaging mit dem Service Bus in der Windows Azure Cloud über Queues oder über Topics und dann die gleichen Konzepte wie Authentifizierung, Autorisierung, Partitionierung in Service Namespaces, das Programmier-API, bis halt auf zwei Kleinigkeiten, nämlich diese Namensgebung, die Pfadauflösung und dann eben dieser Authentifizierungsaspekt. Genau das gleiche Feature-Set auf dem Server wie in der Cloud wie auf dem Server. Mit dem gleichen Programmiermodell. Der Server lokal, also der Service-Bus für Windows-Server, ist halt momentan noch in einer Beta. Es gibt eine Closed-Release-Kandidat-Preview. Die habe ich auch, die durfte ich aber leider nicht zeigen. Die ist mittlerweile ein bisschen performanter, ich kann es zumindest bestätigen. Und im Herbst, im Spätherbst, also wir schätzen so alle mal Mitte November rum, soll dann die Release-Version kommen. Ganz normal als Download, kostenfrei, drauf auf Windows-Server. Muss halt 2008 R2 sein, als Minimalanforderung. Und drunter geht's nicht. Mit .NET 4.0 PU3. Kennt ihr das? Das sind ja diese komischen Mini-Service-Packs dafür für .NET. Aber das sagt er dir dann schon beim Installieren. Da brauchst du keine Angst zu haben. Okay? Cool. Ja, haben wir das langwierige, langweilige Architekturthema dann doch noch einigermaßen rumgekriegt. Ich versuche die Demos, naja, ich meine, es ist eigentlich nur eine einzige Demo, die blockenswert ist. Alle anderen sind aus dem Windows Azure App Fabric SDK beziehungsweise aus dem SDK Samples von der Beta-Version von dem Service Bus für Windows Server. Und sprich, ich werde nur dieses eine Beispiel blocken. Wenn ich es bis zum Montag nicht geblockt habe, bitte schickt mir sofort Mecker- und Schimpf-E-Mails an christian.weyer@thinktecture.com. Ansonsten seht ihr hier nochmal ein paar Einstiegspunkte für die jeweiligen Ausprägungen zu dem Service-Bus. Aber eben mit dem Hinweis, dass der für einen Windows-Server noch nicht final ist und sich da noch einiges ändern kann. Von der Konfiguration her zum Beispiel und vom Feature-Set. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es ein bisschen informativ war, dass wir jetzt den Abend noch gut und schön ausklingen lassen mit der Welcome-Reception. Vielleicht sehen wir uns später dann noch zur etwas fortgeschrittenen Stunde in dem großen Saal oben in dem Keynote-Saal, wo wir ein bisschen über die Post-PC-Area oder Ära sprechen wollen, was das für Auswirkungen vor allem für euch als Entwickler und als Architekten hat. Ansonsten wünsche ich noch viel Spaß auf der Basta. Ich habe morgen noch einen Vortrag, wer den sehen will, da geht es um Mobile und Azure. Aber nachdem ich heute schon wieder so viele Skeptiker gesehen habe von euch, bin ich mal gespannt, wer davon morgen auch wirklich auftaucht. Aber es gibt wirklich coole Sachen. Ja? Aber nicht immer alles, was cool ist, ist dann auch machbar. Das wissen wir ja alle. In dem Sinne also danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.